Hallo liebe Schachfreunde, schauen wir uns noch eine Partie zu dieser interessanten Ausgangsstellung an, die sich vom klassischen Schach im Grunde nur dadurch unterscheidet, dass die Türme und Springer die Plätze getauscht haben. Aber wie wir letzte Woche gesehen haben, bedingt das auch, dass die Läufer sich nicht so frei entwickeln können, wie wir es aus dem klassischen Schach gewohnt sind. In der heutigen Partie, die auch vom Fischer Random Memorial 2018 in Reykjavik stammt, spielt mit Weiß erneut ein Amateur gegen einen starken amerikanischen Großmeister. Und es ging hier los mit E4 und E5 und zweitens Läufer C4. Und das ist ähnlich wie in der letzten Partie. Ja, eine unbedachte Reaktion. Es kommt natürlich Springer B6 und der Läufer geht nach B3 zurück, wo er dem Springer schon die Entwicklung verstellt. Natürlich steht deswegen Weiß noch nicht schlechter, aber seine Aufgaben in der Eröffnung werden ganz gewiss nicht einfacher dadurch. D6 und C3. Hier gab es auch die Möglichkeit D3 zu spielen, um nach Springer G6 Dame A5 zu spielen. Ja, solche Besonderheiten sollte man dann natürlich schon erkennen. Nun, der Bauer A7 hängt natürlich noch nicht wegen der möglichen Antwort Turm A8. Schwarz könnte Läufer E6 spielen, aber nach Läufer E3 erhöht sich der Druck des Weißen am Damenflügel. Und natürlich muss sich Schwarz dann schon irgendwann bemühen und die Frage korrekt lösen, droht nun schon wirklich Dame A7 oder eben noch nicht. In der Partie hat Weiß allerdings anders fortgesetzt. Es kam zu C3 und nach Springer G6 zu D3, Läufer E6, Springer G3, der Zero-Schade von Schwarz und Dame E2. Und hier ist besser, Läufer schlägt E6, Dame schlägt E6 und Springer B3. Ähnlich war es ja in der Partie von letzter Woche, allerdings eben mit vertauschten Farben. Und nach Dame E2 kommt D6, D5 und Schwarz greift damit schon im Zentrum an, ist auch vollkommen gerechtfertigt, denn sein König steht sicher und mit Öffnung der Diagonale für den Läufer F8 kommt vielleicht ja sogar auch Läufer C5 in Betracht. G-Rochade von Weiß und D schlägt E4 und der Großmeister löst hier die Spannung sofort, vielleicht etwas früh. Er hatte hier natürlich auch andere gute und plausible Fortsetzungen zur Hand, allen voran König B8, oder Dame D7 oder natürlich auch die Entwicklung des Läufers F8 nach D6 zum Beispiel. Nach D schlägt E4 ging es weiter mit D schlägt E4 und hier haben wir auch wieder diese kleinen Ungenauigkeiten, wie sie eben unerfahrenen oder eben schwächeren Spielern schnell passieren. Dame E4 wäre hier die richtige Fortsetzung gewesen, denn die Dame kann nicht leicht von E4 vertrieben werden. Springer D5 kostet viel Zeit, Springer C2 und Springer F6. Hier könnte Weiß Läufer E6, Dame E6 und Dame A4 fortsetzen. Und die Dame auf A4 steht natürlich aktiv und gut. Eine andere Fortsetzung wäre Dame D7, aber auch hier kann Weiß mit Läufer E6 und Dame E6 und Springer B3 zum Beispiel gut und schnell ausgleichen. In der Partie kam D schlägt E4 und Springer F4 und nun hat die weiße Dame keine guten Felder zur Wahl und dazu taucht auch noch ein unangenehmes Loch auf D3 auf. Deshalb ist Weiß zum Abtausch gezwungen. Er hat hier zunächst auf E6 getauscht, Läufer E6 und nach Dame E6 Läufer schlägt F4, E schlägt F4 und Springer F5. Und wenn wir uns diese Stellung nun anschauen, dann ist an und für sich klar, dass hier
ein schwarzer Angriff am Königsflügel mit den Bauern F4 und dem G- und dem H-Bauern ja schon in der Luft liegt, wohingegen ein Gegenspiel des Weißen auf den schwarzen König natürlich noch überhaupt nicht im Ansatz zu erkennen ist. Also Schwarz hat hier beste Chancen, mit seinem Angriff schneller zu sein. Wir haben ja hier ähnlich auch wieder wie im Video von letzter Woche heterogene Rochaden. Schwarz hätte hier jetzt mit C7, C5 fortsetzen sollen. Das würde dem Springer F5 das Feld D4 verwehren. Und mit dieser Fortsetzung hätte Schwarz beste Aussichten, zu einem starken Angriff zu kommen. Springer B3, G6, Springer H4, Läufer E7, alles wunderschöne Tempogewinne. Springer F3 und G6, G5 mit sehr schöner Angriffsstellung. Schwarz hat allerdings hier auch nicht die beste Fortsetzung gefunden. Er hat hier gleich G6 gespielt. Und nun kam natürlich Springer D4. Die Dame ist angegriffen. Sie ging nach E5 und es kam Springer AB3, König B8, Turm BD1 und Läufer E7. Und auf diese Art und Weise hat Schwarz zwei wichtige Tempi verloren. Dame E5 und König B8 haben den schwarzen Angriff am Königsflügel natürlich nicht in Schwung gebracht. Wir haben hier eine normale Stellung mittlerweile mit schon wieder gleichen Chancen. Weiß hat sich im Zentrum sehr richtig und sehr natürlich entgegengestellt und steht deswegen im Moment nicht schlechter. Springer F3, Dame E6. Hier sehen wir eben auch, wie wichtig der Kampf im Zentrum eben immer ist. Turm D8 und hier auch wieder eine kleine Ungenauigkeit. Weiß gibt die D-Linie preis, das war nicht nötig. Er hätte hier Springer BD4 spielen sollen. Er hat hier die taktischen Feinheiten der Stellung nicht berücksichtigt. Springer B4 hätte die Dame wohl nach C8 zurückgetrieben, denn die alternative Dame A2 hätte Weiß mit einem starken Zug kontern können. Schaut doch hier mal tiefer hinein in die Stellung. Hier kann Weiß mit einem sehr starken Zug die Initiative an sich reißen. Vielleicht habt ihr die richtige Idee. Springer E5 wäre hier sehr stark. Dieser Zug überdeckt das Feld C4 zuallererst. Und deswegen würde Turm A1 drohen mit Damenfang. Die beste Antwort wäre Dame A4. Und nun könnte Weiß Springer F7 spielen, den Bauern zurückgewinnen. Turm DF8, Springer H6, Turm H8 und Turm FE1. Und der E-Bauer wird sehr stark. Hier hätte Weiß nun das Heft in der Hand und eine starke Initiative. Ja, solche Feinheiten gilt es zu finden. Das ist im Mittelspiel eben die Besonderheit. Das sind die Schwierigkeiten und Feinheiten, auf die es im Mittelspiel eben ankommt. Nach Turm D8 ging es weiter mit Turm schlägt D8, Turm E1 und nun C7, C5. Schwarz nimmt das wichtige Feld D4 unter seine Kontrolle, E5 und nun tatsächlich G5 und Schwarz beginnt den Bauernangriff. H2, H3, noch ein lehrreicher Moment. In dieser Art von Stellung ist dieser Zug natürlich eine Schwächung der Rochadestellung und mitnichten ein Abbremsen des schwarzen Angriffsschwungs. H7, H5 natürlich. Schwarz kommt jetzt schnell zum Angriff. Ja, man weiß überhaupt nicht, wie man die Drohung G5, G4 bedienen soll. Weiß hat hier H3, H4 gespielt, aber G schlägt H4 war die Antwort. Die schwarzen Bauern sind auch so sehr mobil.
Dame e4 und h4, h3 öffnet Linien gegen den weißen König, Dame f4 und Turm g8 bzw. macht Druck in der G-Linie, g3 und h4. Auch vollkommen logisch, dieser Bauer g3 wird sofort angegriffen. Ja, es sieht so aus, als würde Springer h4 nicht gehen, aber tatsächlich hätte Weiß sich das zeigen lassen sollen. Es entpuppt sich nämlich die Fortsetzung Turm g4, Dame f3 und Läufer h4, was zwar eine Figur gewinnt, aber Weiß hat Springer c5 und deswegen entpuppt sich diese Möglichkeit als gar nicht so klar. Nun droht Matt auf b7 und auch der Turm g4 wird von der Dame f3 bedroht. Schwarz muss hier Dame d5 ziehen und nach Dame schlägt d5, Springer d5, e6 ist die Stellung tatsächlich noch unklar. Weiß wird wohl den Bauern h3 noch gewinnen und hat dann immerhin 3 Bauern für die Figur im Endspiel. Das wäre also tatsächlich noch ein weiter Weg zum Gewinn für Schwarz. In der Partie allerdings ging es nach h4 weiter mit König h2. Weiß zeigt hier auch zu großen Respekt vor dem Großmeister. H schlägt g3, f schlägt g3, Turm g4, Dame d2, Turm g8, Dame e2 und Dame g4. Schwarz hat eine Schwerfigurenbatterie aufgestellt. Der Punkt g3 ist bedroht, also Turm g1. Und nun hätte Springer c4 hier den schwarzen Vorteil deutlich vergrößert und den Untergang des Weißen beschleunigt. Schwarz hat a7, a6 gespielt, einen durchaus vernünftigen Abwartezug. Das Feld b5 wird unter Kontrolle genommen, eventuell ein Luftloch für den König gemacht. Aber es ist auch ein Zeitverlust. Weiß hat Springer bd2 gespielt und auf einmal stehen seine Figuren gar nicht so schlecht. Springer d5 und Dame e4 und damit hat Weiß tatsächlich noch einmal ausgeglichen. Dame e6 und Springer c4. Allerdings folgt ein krasser Fehler auf dem Fuße. Jetzt ist auf einmal die weiße Dame nicht mehr gedeckt. Weiß hätte hier auf alle Fälle etwas anderes ziehen sollen, meinetwegen Turm e1 oder ähnliches. Denn jetzt hat Schwarz, und das hat er tatsächlich nicht übersehen, Springer f6 spielen können und diesen Springer von d5 sehr effektiv umgruppieren können. Der Bauer e5 ist natürlich gefesselt. Die Dame muss sogar ziehen, also Dame f4 und Springer g4 hier ein sehr starkes Schach, drängt den König in die Ecke und nun Läufer schlägt g5. Nun ist Schwarz tatsächlich auf der Höhe und erkennt auch seine taktischen Chancen in dieser Stellung sehr richtig und genau. Und damit hat Schwarz tatsächlich schon eine Gewinnstellung. Die Dame ist erneut angegriffen. Dame e4 könnte Schwarz mit Springer f2 beantworten. Also kam Springer g5 stattdessen. Nun aber Turm schlägt g5. Und der schwarze Angriff läuft auf vollen Touren. Weiß steht hier nun tatsächlich auf verlorenem Posten. Weiß hat hier auf g5 genommen. Auch Antworten wie Springer d6 helfen nicht mehr. Es würde Dame d5 kommen und nach Springer e4. Dame schlägt e4 wieder mit der Gabel als nächstes. Weiß hat Dame g5 gespielt, aber auch hier kam Dame d5 und Weiß musste natürlich aufgeben, denn er kann das Matt ja nur noch um einen Zug hinauszögern. Nach Turm schlägt g2 ist ja natürlich Dame g2 Schachmatt. Also auch hier wieder eine hochinteressante Partie mit heterogenen Rochaden und einem strammen und kräftigen Angriff
von Schwarz. Ja, im Mittelspiel zeigt sich eben doch meistens, dass auch im Schach 960 ein Großmeister einem Amateur von mittlerer Spielstärke in der Regel deutlich überlegen ist. Das war's für heute schon wieder. Wenn ihr mehr von Schach 960 erfahren wollt, dann schaut euch noch ein paar andere Videos auf diesem Kanal an oder schaut auf der Homepage der Deutsche Schach 960 Stiftung einmal vorbei. Und wir sehen uns in einer Woche schon wieder beim nächsten Schach 960 Training. Bis dahin also, ciao!